Ziel unserer heutigen Demonstration ist die Aufmerksamkeit auf den Ausmaß des Schadens, den die unter der Aufsicht österreichischer Mutterbanken unserer Heimat verursachten und verursachen. Wir wissen natürlich, dass sie dies nicht allein, sondern mit Hilfe der jeweiligen Regierung tun können, wobei ihnen die Untätigkeit der Finanzaufsichtsbehörde auch von Nutzen ist. Ich möchte hier niemanden mit Daten bombardieren, sondern nur als Memento erwähnen. Diese Banken, nämlich die Erste Bank, die Raiffeisenbank, die Volksbank und Schopenbank Burgenland, sind verantwortlich für mehr als 60% der in Ungarn abgeschlossenen Devisenkreditverträge. Und das ist eine ziemlich große Zahl, wenn man bedenkt, dass bei uns etwa 1 Million solcher Verträge abgeschlossen worden sind. Liebe Demonstranten, was meinen Sie, ob die österreichischen Bürger von dem Betrug, vom Diebstahl und den gegen die Menschlichkeit begangenen Straftaten wissen, welche im Namen der oben genannten Banken in unserem Land vollbracht werden? Falls Sie davon bis jetzt nicht gehört haben, werden wir Sie jetzt aufklären. Ich kann nur hoffen, dass die österreichischen Politiker und somit auch der Botschafter Österreichs in Ungarn, Herr Zimmermann, diese ganzen Geschehnisse erst jetzt erfahren und ihren Ohren kaum trauen. Ich werde jetzt nicht anfangen, all die gegen uns begangenen Rechtswidrigkeiten aufzuzählen, möchte jedoch ein persönliches Beispiel nennen, damit es auch im Ausland klar wird, dass wir hier nicht nur Sprüche klopfen. Wir haben im Jahr 2007 einen Kredit in Höhe von 24,5 Millionen Forint im Rahmen eines Devisenkreditsvertrages bei der Ersten Bank Hungarie aufgenommen. Von diesem Betrag haben wir in 6 Jahren etwa die Hälfte, also 11,5 Millionen Forint, zurückgezahlt. Gemäß der Bank sollen wir diese trotzdem viel mehr Geld als den ursprünglichen Kreditbetrag schulden. Falls jemand diese Sätze ins Deutsche oder ins Englische übersetzen und den Zuhörern kann das Kinn herunterfallen sollte, dann will ich hier erklären, dass es sich dabei nicht um einen Übersetzungsfehler handelt. Sie haben richtig gehört. Die Kapitalschuld beträgt nach der Tilgung von etwa der Hälfte des Kreditbetrages weit mehr als der in Anspruch genommene Kreditbetrag. Wir wissen alle, wie diese als Finanzprodukt dargestellte Gemeinheit in Wirklichkeit genannt wird. Sie heißt Wucher. Es ist nur selbstverständlich, dass wir die Tilgung eingestellt haben. Sie sehen ein Ende in Sicht, nicht in Sicht. Die Schuld wächst nur und wird immer mehr, auch wenn wir blutschwitzend arbeiten und zahlen. Ich stelle mich lieber hier vor Sie hin und rate Ihnen, zahlen Sie keine Wucherzinsen. Ihr Leben, Ihre Ehe steht auf dem Spiel. Sie werden Ihre Gesundheit verlieren und sogar Ihre Enkelkinder werden noch Tilgungsraten zu zahlen haben, wenn wir nicht gegen diese Methode vorgehen. Die Tochtergesellschaften der Ersten Bank, der Raiffeisenbank, der Schopronbank Burgenland und der Volksbank haben dem ungarischen Volk bis heute enorme Schäden verursacht. Ungarn hat im Laufe der Zeit der Welt so viel Gutes getan, der Menschheit so viele Erfindungen und kluge Menschen gegeben. Wieso sollten wir jetzt sowas verdienen?
Was haben die österreichischen und natürlich andere Banken vorgesehen? Soll unsere Wirtschaft bankrott gehen und Hunderttausende unserer Bürger ins Ausland gezwungen werden und andere Leute bedienen? Nein. Wir können uns dagegen nur wehren, indem wir die Bucherkredite nicht zahlen. Wir boykottieren jegliche Dienstleistungen dieser Banken. Wir wollen stattdessen Finanzinstitute in ungarischem Eigentum haben, die den Aufstieg Ungarns vor Augen haben. Bis dahin bitten wir den Botschafter Österreichs in Ungarn, die österreichische Regierung davon zu unterrichten, was die Leiter der Tochtergesellschaften einzelner österreichischen Gesellschaften in Ungarn anstellen. Herr Zimmermann, wir bitten Sie, Ihren politischen Einfluss geltend zu machen, damit diese weiter zur rechten Rechenschaft gezogen werden. Sehr geehrter Herr Botschafter, wir sind jetzt hier nicht viele Leute. Es wäre hier auch nicht genügend Platz für uns alle. Sie sollen jedoch wissen, dass unser Lager aus meinen mehreren hunderttausend Devisenkreditnehmern besteht, sogar nach den Angaben der Banken. Diese viele Menschen erwarten eine Antwort. Wir bitten Sie, Herr Zimmermann, uns Ihren Standpunkt entweder in Form eines offenen Briefes in den Medien oder auf der Homepage der Botschaft bekannt zu geben. Bedenken Sie bitte, dass während Sie diese Maßnahmen treffen, Dutzende ungarische Familien obdachlos werden, weil die Handlanger der vorgenannten Banken sie aus ihren Heimen treiben. Köszönjük szépen Ildikónak! Köszönöm.